Wer bist du? Ich bin Patti. DN heißt ich Kinesia 2. Was spielst du? Kosmo. Wer glaubst du wird der schwerste Gegner? Die ganzen Panel-Decks. Sprich Magicians, Magic Spectre, Magicians, keine Ahnung, Pepe, glaube ich, haben wir auch einen. Der spielt Pepe. Pepe, dann sprich Alex wahrscheinlich und Dimitris Antoniadis, aka Kuchiro Hyuga. Wer wird der leichteste Gegner? Kann man nicht sagen, wir sind alle eine gute Truppe. Kommt natürlich auch um Johan, aber ich tippe mal auf Barisch. Auf GD. Kommt, ich spiele um was er will, Leute. Ich setze alles. Nein, es gibt keine leichte Liga, ich will echt schwer. Wie denkst du, wird die Liga? Ich hoffe, die wird gut, wird lustig, wird auf jeden Fall wird Spaß machen, wird schwer sein, aber dafür machen wir es auch, damit wir auch ein bisschen üben können und so. Aber wird cool, wird echt cool. Noch irgendwelche Worte an deine Fans? Schaut zu, ja, freut mich an, wenn es nur so von zu Hause machen könnt. Und habt Spaß mit der Liga und ich hoffe, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann macht es, ja, und dann machen wir so weiter. Oh mein Gott, GB Kollege, die Schwester, ich mach dich fertig, also du kannst setzen, was du willst, Mann. Ich werde von oben rein, Giki Top Deck, mein Freund, dann verlierst du. Tati, gegen Tati wollte ich schon immer spielen, jetzt kannst du nicht mehr abhauen, Tati, Euer. Schon seit einem Jahr steht unsere Herausforderung, du sagst immer, Euer, meine Kinder haben geheult und so weiter. Aber jetzt gibt's kein Entkommen. Euer, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mit einem weiteren Match unserer leidenden Liga. Diesmal haben wir Tunesia 2 mit seinem Cosmo gegen GB Kollega und seinem immer noch Grabwächter-Deck. Ihr habt es am Anfang gehört, der Tunesier hat sich seit einer gewissen Zeit vor einem Match mit GB Kollega gedrückt, aber jetzt kann er nicht entkommen und wir werden endlich sehen, wer von den zwei gewinnen wird und viel Spaß beim Duell.
Jungs, ihr habt mich herausgefordert. Leidet es nicht. Die Liga heißt so. Ja. Hat gewonnen, ihr verloren. Tut mir leid. Das war das Match. Tunesier 2 konnte gewinnen und damit auf den zweiten Platz rutschen. GB-Kollege fällt damit auf den dritten Platz. Hat aber auch schon 3 Spiele, also sieht nicht so gut aus für ihn. Bisher nur ein Sieg. Er wird noch eine letzte Chance gegen Chong bekommen. Aber dann kann er maximal 2 Siege und 2 Niederlagen bekommen. Mal schauen, vielleicht mit verrückten Tiebreakers könnte er es irgendwie noch zum ersten Platz schaffen. Also noch ist noch nicht alles verloren für GB-Kollege. Mal schauen, wie die restlichen Matches ausgehen werden. Schaut nächste Woche wieder zu beim nächsten Match. Und bis dahin, leidet nicht so viel. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet nicht so.